Endlich, meine Freunde, ist der Tag gekommen. Heute ist der Tag, an dem es den Lackmängeln hier auf den Kragen geht. Es war echt nicht schön, jetzt so mehrere Wochen so rumzufahren. Wer jetzt neu dabei ist, ist in den letzten Monaten ja einige dazugekommen. Ich verlinke euch hier oben mal ein Video. Ich habe das Auto versucht selbst zu folieren, leider dabei ein bisschen Mist gebaut, sodass die Folie nach 2 Monaten ungefähr wieder runter musste. Beim Runterziehen ist der Klarlack mit runtergekommen, also auf ganzer Linie versagt. Heute fahren wir nach Neu-Wulmsdorf zur Cobra Customs, dann kümmert sich ein Profi darum. Die Folie habe ich hinten schon eingeladen, jetzt fahren wir das Auto noch waschen. Let's go, bis gleich. Nee, ich filme jetzt einfach los. So, Freunde, angekommen in Neu-Wulmsdorf. Oh, ich finde, in diesem Licht sieht der Lack immer so geil aus. Aufgeräumte Werkstatt bei Cobra Customs, wer kennt's nicht? Und hier am Shisha rauchen, der gute Daniel, mein Retter in der Not. Und Björn, ne? Ja, genau. Richtig, genau. Moin, moin. Da hast du dir jetzt was aufgebürdet, ja, ne? Das ist richtig. Da hab ich mir jetzt was eingekauft. Ich glaube, mit Shisha-Rauchen ist die nächsten Tage nicht mehr so viel hier. Nee, das stimmt. Also, ja, am besten stell dich auch einmal kurz vor, wer du bist, was du so machst hier. Ja, ich bin der Daniel. Ich bin der Inhaber von Cobra Customs. Gegründet haben wir die Firma vor circa 3 bis 4 Jahren. Genau, weiß ich nicht mehr. Angefangen mit kleinen Projekten überwiegend. Auch für sich selber oder so mal für Präsentationszwecke, aber im Sektor Air-Tuning-Bereich, also alles, was Aufwertung und so weiter angeht, habe ich mich da ein bisschen so spezialisiert, weil irgendwo ist mein Hobby gewesen seit dem 18. Ja, und irgendwann gedacht, so machen wir das doch alles für alle. Ne? Ja. Ja, und dann großes Interesse an japanischen Fahrzeugen. Okay, kommt jetzt ein bisschen schlecht rüber. Aber immer. Aber hier steht einer, ne? R34, ist es deiner? Das ist ein R33 GTR. Ah, ja. Das war so das große Projekt, da Import, also Fahrzeug importiert. Dann am Hafen halt einen Unfall gehabt, direkt ist ein Gabelstapler reingefahren. Ah. Und ja, da ein bisschen Konflikt gelöst quasi, weil ich dann nach Holland gefahren bin, um das Auto abzuholen. Und dann bin ich mit 2 Autos wieder zurückgefahren. Ein GTST, das ist das Chassis vom GTST eigentlich, und dann den kaputten GTR. Da sind wir uns finanziell einig geworden und dann habe ich halt alles umgebaut. Und im gleichen Zuge haben wir dann den ganzen Motor direkt heiß gemacht. Am Anfang noch auf E85 abgestimmt mit über 800 PS. Hat dann mit dem deutschen Sprit nicht so gut geklappt. Und jetzt haben wir da ungefähr 643,4. Die genaue. Das Leistungsdiagramm habe ich leider beim Umzug. Wir sind aus Baden-Württemberg wieder nach Hamburg gezogen. Und hier sollte das erstmal wieder. Ja, losgehen. Ne? Okay, also ich merke, dass das Feuer brennt auf jeden Fall in dir. Finde ich persönlich immer sehr geil, wenn man sozusagen beruflich auch sich so verwirklicht, dass man das macht, woran man privat auch Interesse hat. Also sehr sympathisch, kann ich auf jeden Fall sehr stark fühlen. So, aber in manchen Momenten ist das Leben auch nicht so schön. Genau. Also normale Folierung ist das eine, ne? Jetzt haben wir hier noch ein paar Klarlackschäden. Genau. Was muss man da jetzt machen, damit man drüber folieren kann? Ja, also ich habe mir ja im Vorfeld schon ein bisschen Videomaterial angeguckt, was das hier angeht. Und, aber das große. Was hast du gedacht, als du das, das Video gesehen hast? Ja, ich habe gesagt, ja, okay, kann man so machen. Ne? Ja, also während des, ich habe mir ja alle Videos mal angeguckt, um zu gucken, wie ist da Step by Step so ein bisschen rangegangen worden. Ist aber, ich muss sagen, das ist nicht, also nicht euch so wirklich verschuldet. Ne? Weil ich bin eben gerade mal aufs Auto rumgegangen, habe mir mal alles, ich gucke mir genau Autos immer vorher genau an, wie was, wie technisch spielt sich da schon mal so ein Ablauf für wie so eine Inhaltsangabe für mich ein, wo und was so die Schwächen sind. Das Problem ist aber wirklich der Lack. Ne? Also das haben wir gerade am Dachraum schon gesehen. Genau, ne? Also können wir das mal eben eruieren, sage ich mal so. So, und zwar haben wir hier, bei den Stellen sieht man das ganz genau, und zwar ist das so, wenn man jetzt, diese Stelle war bis eben gerade noch nicht offen, ja, da wenn man jetzt so ein bisschen mit dem Finger reinfühlt, sieht man, dass der Lack also unterläuft. Man kann mit dem Finger hier ein bisschen die Luftblase länger ziehen und dann zieht sich der ganze Spaß dann nachher hier raus. Und das Problem ist einfach, wenn die Folie irgendwann mit, wenn der Kleber nach einer Zeit drauf ist auf dem Lack und man das dann abzieht und sowas unterlaufen ist, das ist einfach schon vom Werk aus scheiße gelaufen. Irgendwas ist da schief gelaufen mit dem Klarlack an sich, dann zieht man das natürlich auch ab. Und das Problem ist jetzt bei der Sache, also wir müssen erstmal einen glatten Übergang machen, das heißt, wir würden das jetzt so machen, wir retten den Lack, indem wir den Übergänge anschleifen. Ja. Das heißt, wir nehmen 3000er, 2000er Schleifpapier und versuchen das Ganze dann maschinell ein bisschen den Übergang ein bisschen
quasi herzurichten, dass man nachher, wenn die matte Folie drauf sieht, damit man dieses Aufgerissen halt nicht sieht. Ne? Schwierig ist natürlich, wenn du nachher die Folie drauf machst und du einen Korrekturzug ziehen musst, weil die Folie nicht so möchte, wie du willst, dass der Klarlack sich dann wieder an einer anderen Stelle löst. Das ist das Schwierige. Man muss halt darauf jetzt achten, dass man sanft wie möglich die Folie angeht und nicht zu krass temperiert von Anfang an, dass es so diesen Schockmoment gibt, weil dass der Klarlack quasi direkt auf Schock sich dann von der Farbe löst. Ne? Das ist halt ein bisschen schwierig bei dem Lack. Und das sieht man halt überall, da wo jetzt die Folie abgezogen wurde, die einige Stellen, das muss man wirklich peu à peu probeweise erstmal anbacken und dann erstmal abziehen und gucken, ist dieser Bereich betroffen oder nicht. Und dann halt ein bisschen nacharbeiten. Das ist halt wirklich viel Arbeit, was das angeht. Ne? Das glaube ich. Auf jeden Fall, ja, wenn Folierer, Fahrzeugfolierer ist kein Ausbildungsberuf, ne? Nee, wenn das ein Ausbildungsberuf wäre, wäre das aber hier die Meisterprüfung. Also ein großes Auto, viele Wölbungen und dann der ganze Scheiß. Ja, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich da nicht nochmal ran muss. Würde wahrscheinlich auch nicht besser werden, sondern eher noch schlechter. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt wieder nach Hause, das Auto bleibt hier stehen. Was meinst du, wie lange du brauchst? Ungefähr eine Woche? Wenn alles gut läuft. Ja. Nebenbei noch Meisterschule und so, hast du schon erzählt, ne? Ja, genau. Von daher, ich weiß gar nicht, ob ich gerade mit drauf hatte, aber ja, Leute, wie gesagt, für mich geht's jetzt nach Hause, der gute Nick holt mich ab im Jumpy und die Tage komme ich aber nochmal vorbei und dann erklärst du uns ein bisschen, wie man richtig foliert. Ja, da gibt's auf jeden Fall dann noch einiges zu sehen, Leute, bis morgen. So, schauen wir uns das mal an hier. Das ist jetzt hier der Gefährderbereich, sag ich mal so. Schauen wir mal, wenn die Folie ein bisschen wackt. Ich würde von der anderen Seite ziehen. Ich will ja gezielt dieses Teil hier haben. So, aus morgen wurde eine Woche später und du hast jetzt schon richtig viel gemacht, Daniel. Ich will nicht das ganze Auto schon zeigen, aber was ich sehe bisher, nochmal wegdrehen, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Okay. Und du hast jetzt hier eine Tür freigelassen, damit du uns nochmal so ein bisschen erklären kannst, wie du das Ganze angehst. Genau. Fangen wir mal einmal an mit dem Teil hier, was du angeschliffen hast. Sieht man schon, bist du aus Metall runtergegangen oder war das die Grundierung noch? Nee, also wir haben hier einmal den Klarlack, dann haben wir einmal den Lack. Hier ein bisschen zu sehen. Der ist halt rot. Darunter kommt die Grundierung. Also danach kommt erst der Füller und danach erst das blanke Metall. Ja. Und das Problem ist, dadurch, dass der Klarlack weggerissen ist, haben wir immer noch drei Schichten, die nach unten gehen. Das ist wie ein Versatz. Ja. Drei Schichten Versatz. Wie so ein Layer, muss man sich das vorstellen. Ja, ein Layer, zwei Layer, drei Layer. Also, und man muss, das Problem ist, du musst einen Übergang schaffen, der nachher unter der Folie nicht sichtbar ist. Und die Folie, die schenkt dir nichts. Also jeder Fehler, jeder Folierfehler und jeder Dreck wird bei matten Folien immer rausgestochen. Also da fällt sofort das Auge hin und das gilt es zu vermeiden. Deswegen mussten wir die Oberfläche ein bisschen größer abschleifen, wie man hier erkennen kann. Das war zwar nur so ein Fingernagel, aber man sieht, wir brauchten halt diese Fläche, um das Ganze einmal richtig abzudecken. Jetzt haben wir diese Tür einmal komplett nicht foliert und nicht sauber gemacht, um einfach mal darauf hinzuweisen, wenn jemand folieren sollte oder ihr nochmal folieren solltet oder selber folieren solltet, zeige ich euch einfach so ein paar Tricks, auf die ihr zurückgreifen könnt, dann könnt ihr das wahrscheinlich dann auch machen. Alles klar. Aber nicht alles zeigen, sonst kommen die Leute ja nicht mehr zu dir. Oder gerade alles zeigen, weil dann kommen sie extra zu dir, weil sie wissen. Dann gehen wir erstmal wie folgt vor. Wir sehen jetzt hier an der Tür, dass wir, also du bist ja gefahren. Und du bist ja in die Wäsche gefahren. Mhm. Die Wäsche hat ja überwiegend fast alles runtergeholt. Ja. Für den normalen Laien ist das in Ordnung. Also ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber wenn du das folieren willst oder Lack veredeln oder sonstiges konservieren, dann gilt es hier noch ein paar Sachen zu beachten. Und zwar sieht man hier an der Seite, genau da, wo die Felge quasi lang spritzt hier, sieht man den ganzen Dreck. Das ist überwiegend der Dreck, der quasi nicht weggeht. Und das sind jetzt zwei Schichten Dreck. Musst du dir vorstellen. Das ist einmal der Dreck, den du von draußen reinbringst und dann einmal noch der Asphaltteer, den du dann nochmal hast. So, und wir können jetzt im ersten Schritt, können wir mal drüber gehen, dann zeige ich dir mal was. Dann geht der grobe Dreck weg und dann musst du im Lichtverhältnis gucken, ob der Teer auch mit runtergegangen ist. In der Regel nicht. Deswegen musst du nach dem Schritt, den wir jetzt gleich machen, den nächsten Schritt mit Alkohol und Isopropanol in Verbindung setzen. Pass auf, jetzt habe ich hier meine Magic-Knete. Ja. Also Knete ist das A und O. Am besten ein kleines Stück machen und dann zu so einer kleinen Fläche bilden. Da kann man immer gut, die klebt meistens an der Hand, kann man immer gut führen. Dann brauche ich Wasser.
Wasser und Spüli schon mal vorbereitet. Also, wir gehen erstmal wie folgt vor. Wir müssen jetzt erstmal sorgen dafür, dass der grobe Dreck, den wir hier quasi einmal mit der Hand fühlen und das hier auch sehen, dass der verschwindet. Das ist erstmal. So, das heißt, wir sprühen das Ganze ein. Schön großzügig. So, und das ist halt der Bereich, der uns am meisten interessiert, ist dieser hier, wo der Reifen quasi den Dreck hinschmeißt. So, dann gehst du drauf und fängst an einfach zu reiben und zu arbeiten. Das heißt, die ganzen Poren, die ganzen Dreckporen, die da drauf sind, gehen jetzt quasi in diesen schwammartigen, dieses Gummi hier, Klebgummi, keine Ahnung, was für eine Basis die das machen, aber du siehst, also man fühlt es auch, ne? Ist wie Schleifpapier, der. Du merkst halt, jedes Korn, das du abnimmst, spürst du richtig in der Hand. Wir haben jetzt vorbereitet, einmal mit der Knete, wir haben das ganze Ding abgeknetet und jetzt ist erstmal dieser Oberflächenrotz, der auf der Oberfläche ist, erstmal beseitigt, ganz grob, und den findet man halt dann hier. Man sieht halt, wenn er vorher blau ist, ist er nachher ja, verfärbt. Da muss keine Sorgen haben, aber ja, gut, man kann ihn weiter kneten. Also die Dinger könnt ihr oft besorgen. Die kann man oft. Den Dingen kannst du es oft besorgen, ja. Pass auf. Jetzt folgendes: Jetzt sind wir ja noch nass. Mhm. So, jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir erstmal nur den Oberflächendreck weggemacht. Ja? Wenn wir jetzt folieren würden, würden wir immer noch Dreck unter der Folie haben, weil da sind Teerreste drauf. Die sieht man so mit dem Auge jetzt nicht mehr. Wenn ich drüber wische, ist die Oberfläche echt richtig angenehm. Aber für uns ist sie immer noch nicht genug. Also, im Groben haben wir jetzt alles gereinigt. Denkt man immer so. Aber wenn man jetzt gegen das Licht guckt, das heißt, das Licht fällt jetzt quasi einmal gegen das Auto, dann sieht man halt jetzt, wir haben diese groben Poren grob gesäubert. Und jetzt suchen wir nach, in dem Bereich hier so, suchen wir jetzt nach diesen schwarzen Pünktchen. Und die kriegen wir halt nur mit Alkohol weg. Hier zum Beispiel ist eins. Das kann man ganz gut sehen, pass auf. Wenn man jetzt so dagegen hält, dann sieht man hier, das sind die Punkte, die ich meine. Und das sind halt die Punkte, die auch weg müssen. Ja. Sonst funktioniert das nicht. Aber wenn wir jetzt drüber folieren, haben wir hier halt einen Fehler in der Folie. Mhm. Fehler im Folieren und das No-Go, ne? So, der nächste Step wäre quasi einmal nur mit Alkohol nochmal rüber zu gehen. Ja, Alkohol, Isopropanol oder mit dem Avery Reiniger. Und dann nochmal gegen das Licht gucken, ob das auch perfekt wirklich weg ist. Ja, dann einmal abfüllen, die Fläche vorfüllen, dass sie ein bisschen Temperatur bekommt. Ich meine, wir haben es hier schon 24 Grad ungefähr. Aber also schon dafür gesorgt hier mit dem Baustrahler, ne? Ja, ganz genau. Aber der geht ganz gut eigentlich, ne? Also der macht hier gut Hitze. So, und dann machen wir den hier noch sauber und dann verlegen wir die Folie. Und da gibt es halt eine kleine Technik, die habe ich aus den Staaten. Eigentlich ganz cool. Das nennt sich The Gloss Game. Also ich sag vielleicht einigen was. Geht eigentlich nur darum, wenn du eine Fläche folierst, oder zu zweit folierst oder alleine folierst, versuchst du immer 45 Grad in jede Ecke die Folie quasi einknicken zu lassen. Mhm. Das machst du zwei, drei Mal mit zwei und drei Mal ziehen und dann einmal in der Mitte, links, rechts, und dann kannst du die Folie direkt applizieren. Ohne Probleme, ohne Falten, ohne Luft, ohne gar nichts. Hast du so eine Tür, hast du in 15 Minuten ist das Ding fertig. Da nehme ich dich mal Wort. Das werden wir jetzt gleich mal uns anschauen. Leute, jetzt einen kleinen Porn von der Arbeit. Viel Spaß. What?
ganze Armada hier. Was ist los mit euch? Wollen wir noch mal die Arbeit besuchen? Halt viel eigentlich abgeschnitten, ne? Ich habe immer wenig abgeschnitten und dann irgendwie bei uns haben die Kanten sind ja auch so faltig, ja. Weißt du? Ja. Und das hier bei mir. Ah, das hat der. Ja, das ist nur der Sichtschutz, ne? Mit. Wenn du die zumachst. Ja, ja. Kannst du doppelt. Also das doppelt habt ihr zweiteilig gemacht. Ne? Genau, das ist einfach nur, wenn. Normalerweise geht es so um diesen Millimeter, wo die Tür zufällt. Und diesen Schatten. Also eigentlich siehst du es nicht. Aber halt, wenn das Licht jetzt hier drauf schaut. Das ist halt auch schöner beim Einsteigen. Genau. Wie habt ihr das hier gemacht? Ja, Freunde, ich bin ziemlich überwältigt hier von dem Anblick. Also. Das Auto war zwar letztes Mal schon fast fertig, als ich hier war, aber jetzt so im Ganzen ist es auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. Ich bekomme das hier drin gar nicht alles auf die Kamera. Tja, Freunde, so sieht's aus. Die Spiegel sind auch geil, die neuen Kappen mit LED-Blinker. Eine Seite funktioniert nicht, hast du gesagt, ne? Ja, korrekt. Ja. China kickt. Jo. Also Leute, ich habe jetzt noch nicht die Arbeit von wirklich vielen Folierern gesehen, aber ich habe die von uns gesehen und ich habe die von Alko gesehen. Und Alko ist ja auch schon ein sehr extrem ordentlicher Mensch, also du pfuscht ja eigentlich nie. Gut, war meine erste Folierung. Und das war deine erste Folierung, ne? Aber das ist halt hier, auch heute habe ich auch bei meiner Autowerkstatt habe ich auch einen Folierer gesehen, einen folierten 7er BMW. Gut, die haben gesagt, die haben den 5 Stunden foliert, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, aber das ist wirklich hier eine Top-Arbeit, also Fokus hier bitte. Die ganzen Kanten und so, da sind überhaupt keine Falten. Das ist hier alles so foliert, dass es auch nach 3 Jahren noch drauf bleibt, oder? Sollte es, ja. Ja. Man muss sich aber an den Folienhersteller wenden. Ja. Also verarbeitungstechnisch wurde sich hier auf jeden Fall die allergrößte Mühe gegeben. An dieser Stelle Shoutout an Cobra Customs in Neuwurmsdorf. Wer Bock hat auf eine Folierung, kann gerne zu dir kommen, Daniel. Ne? Genau. Die Kontaktdaten packe ich unten in die Videobeschreibung. Aber du machst nicht nur Folierungen, du machst auch Kfz-Umbauten, Tuning, haben wir ja vorhin schon besprochen im Video. Also man kann eigentlich mit allem zu dir kommen, was Chip-Tuning angeht, Turbo. Leistungssteigerung, Leistungsprüfung, Scheinwerferumbauten, Tieferlegung, Airride-Fahrwerken, Liberty Walk, so die ganze Szenerie ja. Bedienen wir eigentlich. Folierung. Also da reißt das Band nicht ab. Ne? Ja. Abgasanlagen, Klappenabgasanlagen, Abgasanlagen Selfmade-Bau mit Eintragung und Dezibelerhöhung ist auch möglich. Also ah, das wäre doch was hier. Unsere Ohren werden so. Ja. Ja. Wir haben da noch ein Auto draußen stehen. Ne? Die sehr interessiert sind. Ja. Nee, aber alles, also sowas in der Regel ist alles möglich. Und so, nächstes Projekt wird wie gesagt S63 AMG, auch mit Dezibelerhöhung und Eintragung, diesmal sogar mit EG-Genehmigung und Klappe. Und das ist legal, alles nicht, weil du einen TÜV erkennst oder so? Nein, oder? Das ist alles legal. Also, wenn wir eine Abgasanlage komplett bauen, dann lassen wir sie auch bei Einzelabnahmen für dieses Fahrzeug abnehmen, ja. Inklusive Umschreiben des Scheins, inklusive Dezibelerhöhung, alles so, wie es recht ist, funktioniert. Grüße an Hensch von Sokoposa an dieser Stelle. Bei AMG lauter eintragen, das wäre zu krass. So ist das Leben. Okay, Leute, dann möchte ich mich damit verabschieden. Danke fürs Anschauen des Videos. Ich werde jetzt hier erstmal noch ein bisschen zum Hafen fahren oder in die Hafen City ein paar Bilder machen von dem Fahrzeug. Die schönen Teile auf Instagram anschauen. Abonniert gerne bei Instagram auch den Kanal. Ansonsten, wie gesagt, danke, viel Spaß beim nächsten Video und ciao, ciao. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing.